Das sind Verse jetzt da, wo es vielleicht so ausschauen möchte, dass die Taufe in irgendeiner klitzekleinen Art und Weise etwas mit der Rettung zu tun hat. Aber es ist nicht so. Markus Kapitel 16. Schauen wir gemeinsam Markus Kapitel 16 auf. Da ist dieser Missionsbefehl vom Herrn Jesus an die Jünger und er sprach zu ihnen, Vers 15, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann kommen Katholiken daher und sagen, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Und dann lassen sie den zweiten Vers aus. Mit Absicht. Damit sie so aussehen lassen, dass die Taufe mit der Errettung etwas zu tun hat. Aber die Taufe mit der Errettung überhaupt gar nichts zu tun. Der Paulus sagt, Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Wenn die Taufe mit der Errettung was zu tun hat, wieso sagt er nicht, die Taufe ist Bestandteil des Evangeliums und wenn du getauft wirst, dann wirst du es gerettet. Sagen, nein, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe. Das würde bedeuten, dass Paulus froh ist, dass er niemanden von ihnen gerettet hat. Würde so ausschauen, wenn er sagt, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe, sagen, hey, ich bin froh, dass du in die Hölle gehst, würde Paulus sagen. Sagen, nein, weil die Taufe nicht rettet. Okay, deswegen sagt er das und er wollte nicht, dass diese Zwiespaltigkeit und Streitereien, ich bin auf den Paul, ich bin auf den Paulus getauft, dies und das. Er sagt, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe. Okay, außer den und den und den, sagt er noch. Das heißt, allein schon an dieser Aussage merken wir, hey, der Paulus will doch nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Der Paulus sagt nur, gut, dass ich dich nicht getauft habe, damit du nicht auch sagst, hey, ich bin das Paulus und ich bin das Apollos und dies und das. Nein, ich habe das Evangelium verkündigt, du wurdest gerettet, schön und gut. Natürlich soll man sich dann taufen lassen, ist eh klar. Aber nicht aus der Motivation heraus zu sagen, hey, ich bin jetzt bei Pastor so und so getauft worden, schau, wie gut ich bin. Ja? Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass du dich taufen lässt, weil du Gott gehorsam sein willst. Okay? Und nicht, weil du damit gerettet wirst. Damit wirst du überhaupt nicht gerettet. Und dann sagen sie, wer glaubt und getauft wird. Kannst du dich erinnern? Das wurde gezeigt. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Ja, aber lesen wir mal den nächsten Vers. Hier steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Okay, was ist, wenn ich zu diesem ersten Vers gesagt hätte, wer glaubt und getauft wird und im Pforzheim lebt, wird gerettet werden. Wäre das eine richtige Aussage? Das wäre natürlich eine richtige Aussage, weil du kannst ja ruhig im Pforzheim wohnen und gerettet werden, oder? Das wäre genauso eine richtige Aussage. Ich sage, wer glaubt und getauft wird und im Pforzheim wohnt und 1,70 Meter groß ist, wird gerettet werden. Wäre das eine richtige Aussage? Amen. Warum? Weil die Taufe rettet, weil deine Größe dich rettet, weil du im Pforzheim wohnst. Mein Pforzheim ist ein wunderschöner Ort. Muss ich schon sagen, den ganzen Berg und so weiter bin ich 40 Minuten zu Fuß gegangen, nicht vom Hotel, wunderschön. Aber das rettet dich nicht, wenn du im Pforzheim wohnst. Das rettet dich nicht. Das Einzige, was dich rettet, ist der Glaube. Im nächsten Vers steht es, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und darum geht es auch. Wenn du nicht glaubst, wirst du verdammt werden. Natürlich, wenn du glaubst und getauft bist, dann bist du natürlich gerettet. Das ist eh klar, weil du geglaubt hast. Nicht, weil du getauft wurdest. Ja?